Belichtet oder nicht? Unterbelichtet? Nö, ne? Ja. Leichter Schatten. Ach, was ist ein leichter Schatten? So, es läuft übrigens schon die Läuft? Mit was fangen wir eigentlich an? Ja, hallo Bockheide! Was? Nee, wir fangen nicht an. Warte mal. Wo sind wir eigentlich heute hier? Knallt. ja. Hallo Bockheide. Keiner weiß, wie wir anfangen heute. Ist doch vermutlich auch so. Hallo Welt, musst du sagen. Hallo Welt. Ja, das heißt, das geht doch, Mensch. Auch. Das ist ein bisschen schwierig heute mit dem Kollegen. Der war nämlich die ganze Nacht weg, hat schon Silvester vorgefeiert. Dabei ist Silvester erst morgen. War Geburtstag feiern. Ja, und deswegen knallt es hinter dir. Ja, denkst du was? Es knallt hinter ihm. So, willkommen zum Jahresrückblick 2019. Wir haben uns hier mal 2 Stunden Zeit für euch genommen, um mal das Jahr Revue passieren zu lassen. Das Jahr hatte, um es mal ganz einfach zu sagen, 365 Tage, morgen dann. Nicht 364? Heute, morgen, 365. Nee, hatte bis jetzt 364 Tage. Ja, hat in Summe 365. Ja. Und das war der Jahresrückblick. Tatsächlich. Wir machen gleich noch einen Ausblick. Nächstes Jahr wird alles anders, denn dann hat das Jahr 364 Tage. 366 Tage, Lütze. 363. Das Jahr läuft immer schneller. Hast du schon mitgekriegt? Es wird mehr. Es wird mehr? An Tag. Ist das Schaltjahr nächstes Jahr? Nächstes Jahr ist ein Schaltjahr. Und, oh, tatsächlich. Also alle, die am 29. Geburtstag haben, ihr könnt mal wieder feiern nach 4 Jahren. Wir machen weiter wie immer. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ich habe keinen anderen Plan. Hast du einen? Noch nicht. Gucken mal, was wir so hinkriegen, wo uns der Strom hier noch hinspült. 285 Abonnenten habe ich gesehen auf dem Kanal. Das ist schon mal schön. Vielleicht werden es nächstes Jahr 300 bis zu unserer 4-jährigen Geburtstagsparty. Also macht mal noch ein bisschen Werbung. Dann war im April, ne? Ende März. Ende März. Ah, bekommt Termin. Wir kommen, wir sagen da noch mal Bescheid. Der Termin genau. Kommt noch. Viel haben wir nicht mehr zu berichten, außer was alles so los war im Jahr. Ja, viel. Ach ja, egal. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall morgen auf die Silvesterfeier und freuen uns natürlich auch auf den 1. Januar. Da geht es um 14 Uhr los. Ja. Ja, da moderieren wir so ein bisschen oben beim Eisbaden. Um 14 Uhr. Komm mit zu Haufen. Das wird lustig. Genau, wir haben auch Vanilleeis da, glaube ich. War jetzt kalt. Nein, bei mir waren 6 Grad minus. Wir haben glutenfreies Badewasser. Eis. Glutenfrei, was haben wir noch? Was ist noch drin? Veganes Eis. Ja, aber das Wasser ist nicht vegan, da gibt es Frösche drin, habe ich gesehen. Ja, das ist wie letztens, wo der eine Frosch zum anderen sagt, komm, wir trinken aus, ich will los. Hm. Und? Ja. Ja. Ja, 14 Uhr ist die Tür auf, 14:30 ist der Start ins eiskalte Badewasser. Ich habe vorhin gerade noch Eis auf dem Wasser gesehen, also ein bisschen Fläche haben wir schon drauf. Mal gucken, ob die Temperaturen jetzt das noch... 2 Grad waren in meinem Tümpel draußen. Ja. Das ist bestimmt auch schon die Frage. Gestern. War gefroren, war ich drin im Wasser gewesen bei 2 Grad. Hast du schon Eisbaden gemacht? Ich habe schon Eisbaden gemacht. Dieses Jahr schon. Ich habe dieses Jahr Eisbaden gemacht, aber ich gehe nächstes Jahr im Januar noch nicht ins Wasser, weil ich will ja reden. Da lasse ich meine Frau rein. Die geht mit. Ja. Du auch, ne? Ich nicht. Nee. Okay. Ich nicht. So. Das war's, ne? Im Prinzip, ja. Ansonsten sind wir in der Zeit der Rauhnächte. Quasi zwischen den Jahren heißt das. Habe ich wieder mal mich updaten lassen. Zwischen den Feiertagen, zwischen den Jahren. Ja, ein bisschen raureif hat man. Es gab sogar vereinzelt eine Schneeflocke vorgestern Morgen auf den Dächern zu sehen. Habe ich gesehen. Also es hat sogar geschneit dieses Jahr, ne? Ja, geringfügig, aber zählt jetzt nicht wirklich, oder? Aber das Wetter wird die nächsten Tage, ich bin schon beim Wetter, Lutze, das Wetter wird die nächsten Tage einfach so bleiben. 5 Grad, tagsüber 4 Grad, Nachtfrost möglich, wenig Niederschlag, Hochdrucklage, ja... Kein Winter in Sicht, aber ja, ganz einfach, der Schnee kommt wieder. Und zwar 2021, wusstest du das schon? Ja, ja. Die Bundesregierung hat, Jahresrückblick, die Bundesregierung hat ja das große Klimapaket beschlossen. Ja, also ist ganz einfach, wenn bei uns was nicht klappt, dann heißt es Steuer erhöhen und dann klappt das auch mit dem Wetter wieder. Wir zahlen den Klimawandel per Steuer und dann kriegen wir wieder Schneeweihnachten. Pass auf. Ich sag dazu lieber nichts jetzt. Ich möchte mich dazu nicht äußern, das war nicht, dass ich gesperrt werde. Das war
Kurze satirische. Ja. Von Bockheil News TV gesperrt und entlassen. Ich kann ich jetzt gerade sagen. Das war der satirische Jahresrückblick. So. Ja, wir freuen uns jedenfalls auf euch auch nächstes Jahr. Und wir werden für euch weiter da sein. Wir werden immer noch berichten. Mal gucken, ob wir unser Kaminfeuer hier wieder ankriegen. Ich habe die Streichhölzer verlegt. Ich kriege das immer so schwer. Du bist ein Verleger. Nee, ich habe mit dem Holz gedreht schon. Ich habe das nicht hingekriegt. Aber na gut. Jo, das war's, wa? Ja. Ja, schöner... Guten Rutsch. Guten Rutsch. Schönes neues Jahr euch. Ja. Wir sehen uns wieder nächsten Montag. Am 1.1. im Waldbad. Das ist nicht der 1.1. Ach doch, da sehen wir uns auch wieder, genau. Am 1.1. im Waldbad. Live und in Farbe. Wie immer hier für euch der Matze. Matze und Dirk. Der Lutze. Und weißt du was? Eins wollte ich euch noch sagen. Ich bin so ein bisschen gläubig. Und ich glaube, einer von uns beiden hier ist schlauer als du. Ja. Tschüss. Prost.